Hallo und herzlich willkommen zur 45. Lesung eines regulären Beitrags aus meinem Blog rksap.org. Diesmal Russland und die Ukraine. Besetzungen und erzwungene Vereinigungen bringen nur Elend und Ärger. Was will Putins Russland jetzt eigentlich erreichen? Ja, es stimmt ja, die Krim mit ihrem militärisch für Russland sehr wichtigen Hafen war ein wohl nur symbolisches Geschenk von 1954 zu einer 300-Jahresfeier. Und ziemlich offensichtlich an die Bedingung geknüpft, dass die Ukraine ein Teil Russlands bleibt. Aber die Krim ist ja schon wieder ein Teil Russlands. Und ja, es stimmt, der Südosten der Ukraine um Donetsk und Luhansk ist ethnisch russisch geprägt und war nur im Laufe des Endes des Ersten Weltkriegs mal kurz Teil eines ukrainischen Staates. Und auch da gab es direkt einen lokal ausgerufenen Gegenstaat. Und in diesen Regionen wurde überwiegend Viktor Janukowitsch gewählt und die Mehrheit der Bevölkerung dort würde wohl auch in freien Wahlen lieber zumindest in einem Staatenbund mit Russland leben als mit dem Westen. Aber was macht Putins Armee jetzt kurz vor oder bereits in Kiew? Zwar hat Kiew über die Kiewer Rus auch für Moskau eine kulturelle Bedeutung, aber das historische Moskau war es ja mehr oder weniger selbst, das Kiew als Zentrum der Rus abgelöst hatte. Und durch die Mongolen kam es dann endgültig zur Ausbildung dreier russischer ethnischer Kulturen. Ukrainer, Kleinrussen, Russen, Großrussen und Belarussen. Ukrainer und Belarussen, Russen waren dann länger Teil Polen-Litauens und wurden später größtenteils Teil des Russischen Reiches. Und dann der Sowjetunion, um das mal kurz niederzuschreiben. Also wenn sich die drei mehr oder weniger altrussischen Nationen, wenn auch teils mit polnisch-litauischer Vermischung, mal nicht mehr auf eine Union einigen können, was wohl immer mal wieder im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte der Fall sein wird, und sich einigermaßen fair und ohne Elend trennen wollen, bis zur nächsten freiwilligen Wiedervereinigung gehört Kiew zur Ukraine. Und aktuell alle Gebiete der restlichen Ukraine, in denen sich die Mehrheit der Bevölkerung für die Ukraine anstatt Russland entscheiden würde. Und eben mit einem fairen Anteil an allen Rohstoffen. So viel zu meiner aktuellen Lagebestimmung mit universellem moralischen Selbstanspruch. Also in all diesen Regionen hat Russland und Putin außer auf friedlichen Besuch nichts verloren. Ein Verteidigungsrecht für die Krim und die Teile der aktuellen Ukraine, deren Bevölkerung mehrheitlich unabhängig oder gleich zu Russland gehören wollen, muss Russland und Putin aber zugebilligt werden. Aber eben darauf beschränkt. Was das macht, das, was Putin aktuell macht, ist aber definitiv nicht angemessen darauf beschränkt. Es ist zwar auch wieder richtig, dass der Westen ein schlechter Berater der Ukraine war und ist, dadurch, dass er das Selbstbestimmungsrecht bis hin zur Unabhängigkeit der ethnisch russischen Region, der in dieser Form noch nie mehrere Jahre am Stück Bestand gehabt habenden Ukraine von 2014 nicht fair berücksichtigt und die Ukraine nicht zur Sicherung des prinzipiellen Rechts dieser Region auf Verbleib, auf Zusicherung, auf Verbleib in einer allrussischen Union, wenn der Rest der Region der Ukraine von 2014 da raus wollte und will, gedrängt hat oder es zumindest jetzt tut. Aber eine Besetzung der nicht nach Russland wollenden Regionen durch Putins Russland mit dem Ziel, eine Regierung dort einzusetzen, die genau solch eine großrussische Union möchte, ist mit universellem moralischem Selbstanspruch nicht vereinbar. Es wird kaum ein Beispiel in der Geschichte geben, wo sich aus solch einer Zwangsvereinigung auch noch eines kleineren Volkes mit einem größeren etwas Gutes entwickelt hat. Wahrscheinlich würde solch eine von Russland dominierte Union dann ständig von Unabhängigkeitskämpfen mindestens einem Viertel seiner Einwohner erschüttert und international zu Recht politisch weitgehend auch inklusive des hoffentlich bald wieder untergeordneten wirtschaftlichen Anteils mehr oder weniger zumindest vom Westen isoliert sein. Bis sich die Ukraine dann doch wieder mit oder ohne äußere Hilfe befreien konnte. Dann wäre man wieder da, wo man jetzt ist. Ohne faire Berücksichtigung der Interessen anderer entsteht eben auch für einen selbst nichts Gutes. Nur mehr oder weniger viele Elend und Konflikte, bis man dann doch mal die hinreichend faire Lösung akzeptiert hat. Deshalb sollte Russland seine Angriffe sofort abbrechen und in die von ihm anerkannten Republiken im Südosten der Ukraine von 2014 oder zumindest in den ethnisch-russisch geprägten Südosten zurückziehen und verhandeln.
Und der Westen und die Ukraine sollten endlich das historische und realpolitische Recht Russlands an der Ukraine und das Selbstbestimmungsrecht auch der ethnisch russischen Regionen des historischen Momentaufnahmestaates, der die Ukraine von 2014 nun mal war, anerkennen. Anstatt dass der Westen die Ukraine noch dazu anstachelt, bei ihrem berechtigten politischen Unabhängigkeitskampf auch gleich noch diejenigen zwangsweise mitnehmen zu wollen, die mit ihnen in einem Vielvölkerstaat zusammenhängen und ethnisch und regional eigentlich zu dem gehören, aus dem die Ukrainer raus wollen. Dann sollten die Ukrainer zum Wohle dieser Bevölkerung lieber fordern, dass die wirklich frei wählen können, wo sie hinwollen. Im Moment sind diese Republiken eben nicht demokratisch. Wobei diese Bewohner aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich nicht Teil einer Ukraine, die nicht Teil einer russischen Union ist, sein wollen. Immerhin hatten die ja Viktor Janukowitsch gewählt. Aber das sollten sie selbst entscheiden. Es stimmt aber auch, dass Russland, wie auch China und viele andere, das Recht auf Selbstbestimmung, vor allem auf Unabhängigkeit, mit einem fairen Anteil an allem seiner Teilvölker nicht hinreichend anerkannt. Wobei Russland auch bedenken sollte, dass wie viel Ärger sie und diese zu viele anderen Staaten jetzt schon mit diesen mehr oder weniger unterdrückten Teilstaaten haben, obwohl die verhältnismäßig eher einen kleinen Bevölkerungsanteil haben. Will sich Russland da wirklich mit einer Bevölkerung von 147 Millionen noch 44 Millionen Ukrainer einverleiben? Das hört sich nach keiner guten Idee an. Und dauerhaft vertreiben wird auch kaum eine Option sein, wobei ich nicht glaube oder zumindest nicht hoffe, dass Putin das anstrebt. Damit sind wir dann aber bei dem aktuellen Krieg zwischen Ukraine und Russland bei der wichtigen Frage angekommen. Bis zu welchem Punkt halten sich die westlichen Staaten und der Rest der Welt tatsächlich raus? Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass die NATO-Staaten einfach eine russische Belagerung oder gar Einnahme Kiews und der Region der Ukraine ethnisch, moralisch, militärisch hinnehmen würden, sondern militärisch einschreiten. Ich war eben 2016 mal im Westen der Ukraine und Kiew, da fühlt man sich wohl etwas verbundener. Wobei ich 2013 auch in Moskau und St. Petersburg war. Da würde es mich auch stören, wenn die aus meiner Sicht mit universellem moralischem Selbstanspruch unberechtigt belagert würden. Aber das ist ja aktuell nicht der Fall, sondern Kiew. Also ich wäre dafür, dass hinreichend viele NATO-Staaten jetzt die Regionen und Städte der Ukraine gegen Putins Russland verteidigen. Ich würde dafür auch selbst zur Not zur Verfügung stehen. Dass die USA nach ihren Irak- und Afghanistan-Kämpfen mal einsatzmüde ist, kann man ja verstehen. Aber dann muss eben der Rest einspringen. Die Ukraine ist nun wirklich sehr nah an der EU. Die sollte noch zu unserem ethnisch mo motivierten Einsatzgebiet gehören. Russland hat zwar unter Putin die Markt- und Privatbesitz radikale Schocktherapie überwunden. Bei fairen liberalen Rechten mit fairen Anteilen hängen sie aber weiter zu stark zurück. Deshalb ist es manchmal für jemanden im Westen, zumindest der den wirtschaftslibertären Proprietären oder Neoproprietären, ja, nach meiner Bedeutung, und Standortgewinnler Einfluss und die teilweise starke Einseitigkeit der Mainstream-Medien nicht kennt, schwer vorstellbar, dass sich Regionen, selbst ethnisch russische, nicht alle freiwillig für uns entscheiden. Aber wenn man genau hinsieht, sieht man eben, dass wir zwar gemeinsam wirtschaften, aber nicht fair und machbar solidarisch teilen, priorisieren und regulieren. Da ist solch eine Wahl ethnisch russischer Regionen schon verständlicher. Aber aktuell ist eben erstmal am wichtigsten, Putin stoppen oder eben Putin stoppen. Soweit wir Leute.